2 Jahre lang habt ihr gefragt, immer wieder gefragt und ich habe das Geheimnis gut behütet und heute ist es soweit. Ich zeige euch, wie ich meine Black Legion anmale. Wenn ihr Paintomancy unterstützen wollt und gleichzeitig eure Malskills verbessern möchtet, schaut doch mal auf unserem Patreon vorbei. Dort gibt es monatlich 2 Videotutorials, wo ich euch uncut, Pinselstrich für Pinselstrich zeige, wie ihr die verschiedensten Sachen bemalen könnt. Und für die, die lieber etwas zum Nachschlagen haben wollen, gibt es zusätzlich noch 2 PDF-Tutorials im Monat. Den Link zu unserem Patreon findet ihr in der Videobeschreibung. Herzlich willkommen zu meiner Chaos Space Marine Black Legion Masterclass. Heute werdet ihr Techniken sehen, von denen habt ihr noch nie gehört. Zuerst braucht ihr den Heiligen Gral des Golds, und zwar Balthasar Gold von Citadel. Ich habe das natürlich mit der hohen Kunst der Airbrush einfach mit Balthasar Gold grundiert, aber natürlich könnt ihr das auch mit dem Pinsel machen und einfach den Trim so anmalen. Dabei könnt ihr auch ruhig alles voll schlabbern. Als allererstes werden wir es dann mit der süßen Ambrosia, mit Agrax Earthshade, werden wir den Marine komplett einpinseln. Der muss wirklich ganz einbalsamiert sein und das Agrax auf seinen Knochen fühlen. Hier ist es total wichtig, dass ihr euch einfach gar keine Mühe gebt und versucht, das so schnell wie möglich zu machen. Als nächstes nehmen wir, wie heißt denn die Farbe? Ach genau, Rune Lord Brass. Das ist natürlich auch eine super, super wichtige Farbe. Und die drybrushen wir jetzt komplett drüber. Da ist es total wichtig, dass ihr bei jedem Space Marine den Pinsel ungefähr anders abwischt, damit das am Ende alles ein bisschen anders aussieht und ihr euch erst denkt, warum sind denn meine Marines jetzt alle unterschiedlich hell? Ist aber scheißegal, wird später eh keiner mehr merken. Und jetzt kommt das große Geheimnis, das ich jetzt lüften werde. Und zwar nehmt ihr euch Abaddon Black. Es ist auch ganz, ganz wichtig, dass das Abaddon Black ist. Es geht nicht ohne, weil Abaddon Black Legion. Und damit füllt ihr einfach jede schwarze Fläche aus. Quasi wie so ein Malen nach Zahlenbuch. Falls ihr euch jetzt fragt, wie sehr verdünnt ist Abaddon Black? Nein. Manchmal werdet ihr vielleicht merken, da habe ich das zu dünn drauf gemacht, dann geht ihr halt später nochmal drüber oder auch nicht. Dann nehmt ihr Dark Silver von Pro Acryl und malt das gesamte Metall an. Früher habe ich auch mal andere Metallfarben dafür benutzt, aber ehrlich gesagt, ich nehme einfach immer den Flavor of the Month, den ich gerade cool finde. Also ich glaube, ganz am Anfang war es Lead Belcher, dann waren es diese Vallejo Metallics, jetzt ist es halt Dark Silver. Natürlich auch unverdünnt. Dann nehmt ihr Leather von AK. Dafür habe ich auch früher Mornfang Braun oder so genommen, also ist eigentlich auch scheißegal welches Braun, und malt damit das Leder an. Dann versuchen wir eine Kante zu ziehen und mischen einfach ein bisschen Off-White in das Braun rein. Aber da ich keine Kanten ziehen kann, zitter ich einfach so ein bisschen mit der Hand und dann sieht das so aus, als wäre da so eine geile Ledertextur drin. Für den Stoff nehmt ihr dann Black Red und malt den einfach damit an. Da habe ich auch früher Rackard Flash genommen und dann habe ich gemerkt, Rot ist viel ergiebiger und sieht eh cooler aus mit dem Schwarz. Dann mischt ihr einfach immer wieder ein bisschen Deep Red rein und tut so, als könntet ihr das hochschichten. Am Ende ist dann eh alles Deep Red, glaube ich. Das Geheimnis am Deep Red ist, dass man es nicht verdünnt. Zu guter Letzt tuscht ihr dann einfach das Metall noch mit 0-0 Gloss. Ja, 0-0 Gloss gibt es ja nicht mehr. Nehmt einfach normales 0-0 dafür, das funktioniert, glaube ich, auch. Und fertig ist der Black Legion Space Marine. Da ist er ja. Das ist das große Geheimnis meines Black Legion Farbschemas. Es ist einfach nur so, möglichst schnell zu versuchen, die Black Legion anzumalen. Ich habe dann die Linsen noch mit Off-White angemalt. Das habe ich aber nicht hingekriegt, unter der Kamera zu machen. Am besten macht ihr das wie ich und redet euch immer ein. Irgendwann werde ich ganz viele Step-Ups an den Modellen machen und macht das erstmal als Platzhalter. Irgendwann werde ich auch mal noch die ganzen Linsen mit so einem grünen Glow-Effekt machen und irgendwann werde ich sicher auch noch einen Deckel auf das Modell drauf machen. Aber das schieben wir nach hinten auf. Denn das ist ein Problem für Zukunftsruhen. Das war's dann auch mit meiner Black Legion Masterclass. An dieser Stelle natürlich vielen lieben Dank an alle unsere Patrons und insbesondere unsere Paintomancer und Paintowarlocks. Und zwar Agentum, Balti, Diamond, Frederik, Goblinord, Jan, Kopfholz, Kurugawa, The Fairhammer, Rayback, Alekleid, Alexander, Armin, Kloin, David, Deseroth, Felix, Freckel, Guanomaster, Holly, Hopfi, Kevin, Cornflake, Kilian, Lord Sicilius, Lysander, Manu, Markus, Matthias, Mellis, Michael, Michael, Nagashur, Nörgel, Patrick, Pingo Tobi, Roderick Mortal, Shyalin, Sumsi, Sören, Theodinatas und Ulrich. Wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann schaut doch mal in der Videobeschreibung vorbei. Da findet ihr Affiliate-Links zu unseren Partnern. Also dann, bis zur nächsten Masterclass.